So, da sagen wir mal einen wunderschönen guten Tag. Es geht weiter mit dem FC St. Gallen. Wir sind noch dabei. Ja, 60,9 Millionen ist der Teamwert. Und wir gucken einfach mal, was so passiert in den nächsten Let's Plays. Könnte recht interessant werden. Meine Wochenbelastung ist ziemlich hoch. Aber was soll's? Das ist fast wie im richtigen Leben, würde ich sagen. Wir haben noch. Ja, Transferbudget 844.000, wo ich sagen muss, ja, kann man lassen. Wir haben ein paar Verträge verlängert, wir haben neue Spieler gekauft und. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir doch mal, was so passiert und es kann eigentlich nur besser werden. So, es wird wieder ein Freundschaftsspiel vorgeschlagen. Kriegen wir erstmal noch einen trainingsfreien Tag. Sieht auch alles ganz okay aus. Dann haben wir hier verschiedene Taktiken drin. Ich lasse das, wie gesagt, einfach mal so drin. Wir werden gegen den FC Thun spielen, der bis jetzt kein Spiel verloren hat. Einfach mal so ein Freundschaftsspiel eingeplant. Warum nicht? Kann ja gut gehen, kann nicht gut gehen. Mir geht es übrigens wieder gut. Das heißt, ich habe meine Erkältung überstanden. Ich entschuldige mich jetzt nochmal für das dauernde Husten. Tja, wer wird jetzt Rookie des Monats? Banjoko, Tong oder Tobias Rubio? Ich tippe mal auf Rubio und genauso ist es. Mit 42% kriegt er 40% Stufenfortschritt. Ja, auch ein junger Kerl, oder? Warum nicht? Megatalent. Schauen wir mal, ob wir dem eBay irgendwann mal einen Spieler abkaufen können. Ich glaube es ja nicht. So, ein Mitarbeiter hat gekündigt, weil er seinen bla schon wieder nicht gelesen. Wener hat den Mannschaftskoffer nicht richtig zugemacht und der geht auf, als er das Trainingszentrum verlassen will. Einige Mitspieler meckern rum. Die Stimmung im Team verschlechtert sich weiter. Okay. Gucken wir mal. 15 Tage bis zum Derby gegen den FC Luzern. In der Schweiz ist eigentlich fast alles ein Derby. 90% Kondition, 95% Frische. Das ist das, was wir wollen. Wenn es immer so im 90er-Bereich liegt, ist das wunderbar. Wir haben nur zwei Spiele unentschieden gespielt, sonst alles gewonnen. Florian Kamberi ist genau der Mann, den ich brauche. Wenn man sich überlegt, ich sag's andauernd, dass ich den mal verkaufen wollte. Zum Glück habe ich es nicht getan. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. So, wir haben 88 von 90, was die Mitarbeiter angeht. Guck mal schnell durch. Ich glaube ja eh, dass das alles passt. Erwartete Krankheitstage so viel. Warum? Seid ihr zu wenig oder was? Sieht doch alles gut aus. Würde ich ja auch vorne angezeigt bekommen, wenn eben das Ganze nicht so wäre. Hier haben wir 80%, da könnte man noch einen nehmen. Oh, könnte man. Wir machen es mal. Schaden kann es nicht. Hier ist auch noch alles gut. Die beiden sind auch noch top. Hier auch und da sowieso. Und ich würde auch sagen, die Fans kommen irgendwann wieder nach oben. Mein Trainer der zweiten Mannschaft empfiehlt Matteo Esposito eine Chance zu geben. Schon wieder. Dann machen wir das doch mal. Können wir alles tun? Können wir alles tun? So, dann haben wir nochmal diverse Fähigkeiten. Das ist auch okay. Stellungsspiel, lange Pässe, alles. Lass mal so. Schauen wir mal, ob wir gegen den FC Thun was ausrichten können. Möglich ist es. Wir werden sehen. Ist ja eh nur ein Freundschaftsspiel. So, Co-Trainer darf alles machen, darf auch die Bank besetzen. 84, 81, das ist gut. Entschuldigung, wenn ich lache, aber es ist schon sehr strange. So, jetzt machen wir hier auch mal ein bisschen die Ecken in den Rückraum mit rein. Wir werden, da wir zu Hause spielen, vorsichtig offensiv spielen. Hier machen wir ein bisschen weniger, hier auch. Das alles andere kann man lassen, so wie es war. Okay. Stark sehen sie nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, wir könnten sogar noch mehr über die Mitte angreifen, aber das passt schon so, wie es ist. Würde ich jetzt mal sagen. Es gibt kein Geld, logischerweise nicht. Hong Eon Un nimmt sich den Stürmer zur Brust und dann würde ich sagen, geht das auch schon
los. Ich mache die Szenen aus, weil es ja nur ein Freundschaftsspiel ist. Da brauche ich es nicht. Ich will einfach nur wissen, was passiert. Chancen, ja, gibt es auf beiden Seiten. 1 zu 1, auch okay. 60 Minuten rum, es wird gewechselt. Wir haben mehr Chancen. Kommen auch zum 2 zu 1. 3 zu 1. Sehr schön. Freundschaftsspiel gewonnen. Thun eine Niederlage eingebracht. Passt. Ich arbeite hart und erhalte einen Managerpunkt. Moulin Mougelin kriegt jetzt ein neues Trainingsziel. Antritt, hat er erreicht. Ja, können wir eigentlich nur auf Einwürfe gehen. Passt für mich auch. Dann geht es aber los. 9 Tage noch bis zum Derby gegen Luzern. Schauen wir mal, was so passiert. Die Saison sieht ja eigentlich ganz gut aus. Bin mal gespannt, ob es so bleibt oder ob noch irgendwas Wahnwitziges passiert. Ja, ich fühle mich hundselend. Raphael Ritschl kommt auf Bronze 5. Gibt es einen Managerpunkt? Sehr schön. So, der FC Luzern wartet auf uns. Der ist Vierter. Wir sind Dritter. Wird also ein spannendes Spiel. Kann es kaum erwarten. Ihr, denke ich auch, wartet ja schon wieder sehnsüchtig einen Tag auf. Ja. Ein neues Spiel. Yusuf Chen ist verletzt, okay. Deswegen kam also Esposito. Verständlich. So, was machen wir denn hier noch rein? Das ist eine gute Frage. 95 Kondition, 91 Frische. Ich hätte ja mal gesagt, wir machen hier den Elfmeter raus. Machen hier aktive Erholung rein. Das sollte langen. Und dann gucken wir mal. So, Spielergespräch, Yusuf Chen. Wir wünschen ihm mal gute Besserung. Freut sich natürlich über den Besuch. Ich hätte mir noch was zu trinken holen sollen, aber ja. Das kann man auch nachholen. Passt schon so, wie es ist. So, Pizzuto hat 54 Trikots in der Saison schon verkauft. Also nicht er, sondern mit seinem Namen drauf. Der 11. Spieltag übrigens in der Raiffeisen League. Das heißt, es ist noch alles drin. Wird sicherlich schwer, aber schwer ist doch machbar. Wir spielen zu Hause, also wieder vorsichtig offensiv. Hätte ich gesagt, Ballbesitzfußball oder ruhiges Aufbauspiel oder kontrollierte Offensive. Das ist halt immer schwer. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Ballbesitzfußball. Nein, wir gehen mit abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel, zielgesichert. Das passt. Hier gehen wir einen nach oben. Das passt auch. Alles das ist gut. Ich mache jetzt sogar mal einmal Schwalben hoch. Weiß nicht warum, aber ich habe ja da ein ganz kleines rotes irgendwas. Vielleicht bringt es ja was. So, Marius Müller 9-3 bei denen. Okay. Ansonsten Sandoval hätte ich gesagt und auch Friedeck. So. Dann geht er auf Sandoval. Nuhu darf auf Friedeck gehen, wenn ich ihn finde. Da ist er. Und ich würde auch sagen, dass Friedeck derjenige ist, auf den wir aufpassen müssen. Es gibt natürlich wieder einen Tag trainingsfrei. Und wir machen die Szenen wieder an. Wir wollen ja mal gucken, was da so geht. Gelbe Karte für Varol Tassar. Gerne noch eine. Ja, der Chancentod.
Gelbe Karte, Daniel Villar. Luzern greift an. Monte, Friedeck, Sandoval, Heber. Und da ist das drin. Marc Malecu hat es gemacht. Dann gehen wir doch mal auf neutral und noch eine Stufe nach oben. Der Assistent prüft das Tor, gibt es nicht wegen Abseits. Und dann greifen wir doch gleich mal an. Görtler dribbelt in die Mitte. Gibt den Ball nach außen auf Ribeiro. Der dribbelt sich in den Strafraum. Gibt auf Cambieri ab. Der zieht ab und macht sein fünftes Tor. Sehr schön, wir führen 1:0 und greifen gleich nochmal an. Wenn es so bleibt, würden wir Zweiter sein in der Liga. Wäre schön. Da ist Ribeiro. Drin das Ding. Sein erstes Tor. Vorlage Jorginho Pizzuto, der ebenfalls eine gelbe Karte erhält. Schön. Da würde ich doch sagen, könnten wir nochmal bei der Taktik gucken. Und wir gehen mal auf, wir wollen keine überflüssigen gelben Karten sehen. Und dann geht's auch weiter. Boys auf Görtler. Görtler auf Pizzuto, der zieht ab, macht sein zweites Tor. Schön. 3:0. Luzern greift an. Tassar auf Sandoval, der auf Heber, Mesa daneben. Nochmal Luzern, sie werden stärker. Gehalten, sehr schön. Wir wechseln mal aus, Kimeno kommt. Wir greifen an, Maldonado, Muschla, Villa und... Ja. Schöner Schuss, aber geht vorbei. Julian Serrano mit dem Elfmeter. Drin das Ding, zweites Tor gemacht. Schön. 4:0 gewinnen wir das Ding gegen unseren direkten Kontrahenten auf Platz 4, gegen den FC Luzern. Das bringt uns auf Platz 2. Vor uns nur noch Lugano. Tja, der FC St. Gallen wird hier oder wurde hier gerade als Glückskind angezeigt. Das war nicht Glück, meine Freunde. Das war mehr als nur Glück. Ich verstehe gar nicht, warum die Stimmung im Team angeblich so schlecht ist. Wir spielen wunderschönen Fußball, wir gewinnen wieder hoch. Kannst du sagen, was du willst, das ist wunderschön. Jetzt geht es dann gegen die Grasshoppers, wenn ich es richtig gesehen habe. So, Wehner ist jetzt krank, hat Magen-Darm. Auch den können wir mal besuchen gehen. So, lasst mich doch mal kurz was gucken. Okay, dauert also auch nicht mehr ganz so lange. Dann haben wir den trainingsfreien Tag mit reingepackt. Machen hier aktive Erholung. Was machen wir denn noch? Ich hätte gesagt, wir machen noch ein mit. Gut für die Fitness. Rest kann bleiben. Können auch noch einen Ausdauerlauf mit reinpacken, aber ja. Da haben wir Stefan Wehner. Ah, ich muss ja noch hier auf gute Besserung klicken. Die Zürich Grasshoppers. Boris Babic ist krank. Einer steckt den anderen an. Das kommt mir so bekannt vor. Und wieder einen Managerpunkt erhalten. Sehr schön. Jetzt könnte man doch dann mal sagen, es gibt keinen freien Trainingstag, weil die Grasshoppers eben die letzten 5 Spiele nur 2 gewonnen haben. Sollten wir also lockerflockig, vielleicht lockerflockig schaffen. Wir spielen auswärts. Armin Abbas. Okay. Wir lassen das mal so. Wir werden neutral anfangen. Abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel, das würde ich gerne lassen. So, kurze Ecken.
Ecken in den Strafraum und in den Rückraum, das ist alles okay, auch das ist okay. Der Rest funktioniert ganz gut, deswegen lasse ich das mal so. Wie sieht's denn da aus? Okay. Schwacher Spieler, Castrio Neri. Boys darf auf ihn hier gehen. Nuhu geht auf den hier. Und wir würden sagen, ein Schwachpunkt ist Imeri als zentraler Mittelfeldspieler, der ziemlich schwach ist. Oder müde, sagen wir mal müde. Gucken wir mal, ob das was bringt. Sehen wir ja gleich. Und los geht's. Da greifen wir doch schon an. Pass auf Ribeiro, der nochmal zurück auf Pizzuto. Der dribbelt sich nach vorne, schießt, macht das Tor. In der dritten Minute steht es 1:0 für St. Gallen. Und Pizzuto nochmal eine gelbe Karte. Ja, bald ist er gesperrt, wenn es so weitergeht. Muschler auf Rios, der daneben. Florian Kambiri ist verletzt. Das ist nicht gut, aber wir haben gleich mal gewechselt. Kimeno ist drin. Ist für mich okay. Nuhu auf Boys. Boys nach vorne auf Kimeno. Kimeno spielt außen auf Villa. Der auf Rios. Wieder zurück in die Mitte auf Ribeiro. Der zieht ab und drüber das Ding. Gelbe Karte für Schkelkin. Ja, nur der FC St. Gallen im Angriff. Konter durch die Grasshoppers jetzt. Das ist Imeri, der schwache Spieler. Konnte noch passen. Sieht aber momentan gut aus. Wir sind heiß. So, ich könnte ja mal. Na, ich lasse das mit den Ansagen. Muss man nur mit der Ecke. Nach innen auf Hongyonun. Der macht sein zweites Tor. Schön, jeder kann bei uns treffen. Das finde ich super. Freistoß nochmal, Moussanuhu. Auch wieder nach innen auf Kimeno, aber da ist Besson. So, Nuhu auch überall, der Mann. Boys, unser Neueinkauf, Innenverteidiger, dribbelt sich in den Strafraum bis fast an den 16er, versucht zu schießen. Moussanuhu, Freistoßkönig des FC St. Gallen, jetzt mal direkt drin das Ding, sein fünftes Tor gemacht. Weiß ja, jeder darf, jeder kann. Ja, wenn es so weitergeht, ist es schön. So, wir haben ausgewechselt. Lucas Rios im Abseits. Schön, wir gewinnen auswärts 3:0. Wir bleiben auf Platz 2 und Lugano immer noch Erster. Aber wir haben schon 3 Punkte nach hinten. Das ist gut. 19 Tore, das heißt, die Tordifferenz ist auch wahnsinnig gut. Wenn das so weitergeht, ja, wenn das so weitergeht, brechen wir hier noch einen Rekord nach dem anderen. So, Matteo Esposito kriegt Silber 3. Wow. Mit 19 ist er auf Silber 3, müsst ihr euch mal vorstellen. Form von 10. Das heißt, wir könnten ihn sogar mal einsetzen. Nächstes Spiel gegen den dritten, gegen die Young Boys. Schön. Gefällt mir gerade wieder die Saison. So müsste es die ganze Zeit laufen. Kann man sich also nicht beschweren. So, Cambieri hat die. Was ist das bitte? Eine Patellasehnenprobleme. Okay, Verdacht 20 Tage. Vereinbaren wir doch mal ein Gespräch. Und sagen wir dem guten Mann mal gute Besserung. So, ich muss natürlich auch noch weiterklicken, darf man nicht vergessen. Hier machen wir mal nix. Hier machen wir Ecke Strafraum können wir lassen, anstatt Freistöße. Ja, machen wir hier aktive Erholung. Machen wir dann hier Ecken Strafraum nochmal zurück. So, dann haben wir hier Ecken kurz. Ich lasse das alles, wie gesagt, wie es ist. Freistöße können wir auch mal machen, auch gut. Und hier mache ich dann mal dreimal. Ja, komm, machen wir hier nochmal unseren Ausdauerlauf. Und ab die Post.
6 Tage bis zum Duell mit dem amtierenden Meister. Jede Woche ein Managerpunkt, finde ich gut. Da haben wir das Spielergespräch mit Florian Camberi, Stärke 9,0. Ja, der sollte mal wieder fit werden. Wir brauchen dich, Florian. Wir brauchen Florian. So, noch gerade hier was auf Insta geschaut. Wie sieht's denn aus? 104. Wahnsinn. 104 ist schon krank. Da können wir nicht wirklich mithalten. Das heißt, wir werden trotzdem vorsichtig defensiv und später auf neutral gehen. Abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel hat gepasst. Eigentlich alles ganz gut. Auch das ist noch gut. Hier können wir einen hochgehen. Ja auch. Alles andere lassen wir so, wie es ist. Geht ja recht schnell hier. Ja, da brauche ich nicht gucken. Ist eigentlich jeder gefährlich. Ensame. Ja. Und Enzame ist auch derjenige, der am gefährlichsten ist. Hier wird es dann wieder einen freien Spieltag geben. Macht Sinn. Dann gucken wir mal, ob es was bringt. Schön wär's. Zu Hause gegen eBay gewinnen. Gelbe Karte, Mittelelbischer. 20 Minuten rum. Sieht noch ganz gut aus. Auch mit einem Punkt bin ich hier zufrieden. Freistoß, Kastroman. Esposito hat den Ball. Unser Zweitmannschaftsspieler jetzt im Tor. Gucken wir mal. Ja, die Young Boys. Daneben. 60 Minuten rum, wieder die Young Boys. Werde ich dann gleich mal die Taktik ändern. Ensame vorbei. So, die Frage ist, was tun? Vorsichtig offensiv, würde ich mal sagen. Und er stellt wieder auf vorsichtig defensiv. Naja, wir gucken einfach mal. Gelbe Karte, Clemenza. Gelb-rote Karte, Michel Ebischer. Schön. Das heißt, wir müssten rein theoretisch jetzt offensiv gehen. Vorsichtig offensiv natürlich nicht. Ich würde sagen, wir spielen jetzt kontrollierten Offensivfußball. Gehen auf zielgerichtet zurück. Oder wir gehen hier auf Tag und Nacht. Und hier auf hartnäckig. Kostet Kraft, aber könnte funktionieren. Regt mich das auf. Glaubt ihr das? Glaubt ihr mir das? Ich glaube aber trotzdem, er hat es angenommen. So, wir greifen an. Serrano. Görtler. Villa. Villa auf Kimeno. Kimeno auf Gonzales. Und Gonzales, er hat schon lange nicht mehr gespielt. Vorbeigeschossen. Jetzt kommen die Young Boys nochmal. Und jetzt werden sie wohl ein Tor machen. Und das mit 10. FD. Bam. Esposito hat den Ball. Sehr schön. Ecke, Lukas Görtler. Görtler auf Ribeiro. Der zurück auf Serrano. Der dribbelt nach vorne in den Strafraum. Kommt der Pass in die Mitte? Nein, er kommt nicht. Serrano ist ein bisschen eigensinnig. Aber ich bin zufrieden mit einem Punkt. Kann man nicht klagen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Gegen eine Mannschaft mit Stärke 104. Wunderbar. Wunderbar. So, Kondition und Frische gehen jetzt ein bisschen runter, was aber auch verständlich ist. Wir spielen aggressiv, offensiv. Oder haben wir jetzt gespielt? Naja.
trotzdem zufrieden. So, und ein Hammer nach dem anderen. Jetzt kommt als nächstes Basel. Es ist verrückt, hä? Es ist verrückt. So, Cambéry haben wir ja schon. Eine gute Besserung gewünscht. 13 Tage ist er noch weg. Dann würde ich sagen, was würde ich denn sagen? Wir machen mal das. Freundschaftsspiel, ja, können wir auch machen. So, da haben wir hier verschiedene Taktiken. Wir machen trotzdem nochmal unseren Auslauf. Dann machen wir hier nochmal einen Auslauf, Ausdauerlauf. Möchte ich gerne hier, ja, machen wir hier nochmal aktive Erholung rein. Freundschaftsspiel gegen Schweinfurt. Schöne Sache. Kann man mal machen. Bin echt zufrieden. Zweiter Platz. Wenn das so weitergeht, könnten wir das erste Mal die Meisterschaft holen. Wäre ja noch schön. Vielleicht sogar noch den Pokal und ja, nächstes Jahr Champions League. Na gut, davon kann ich nur träumen. So, Isaac, Dubuque für 2,6 Millionen. Ich plane ihn mal mit ein. Mal gucken, ob ich viel krieg. Glaube ich zwar nicht, aber ja. Wir gucken mal. Okay, 3,2 nehmen sie an. Das nehmen sie auch an. Gut, jetzt werde ich dann größenwahnsinnig, wollte ich sagen. Aber sie hätten es angenommen. So. Schweinfurt, Schweinfurt, Schweinfurt. So, ich würde mal die Bank löschen. Ich würde die Aufstellung löschen. Dann würde ich mal gucken. Ich würde doch gern mal. Was würde ich denn gerne? Wir lassen Esposito im Tor spielen. Wir werden jetzt einfach mal hingehen und die ganzen jungen Leute spielen lassen. Yusuf Chen darf dann auf die Bank. Genau. Wiener Stefan darf ja, mit 20 in den Sturm. Ganz vorne rein. Van der Werf, Florian, defensiv, Mittelfeld. Erguin Karaca darf auch was. Nämlich Innenverteidiger sein. Villar spielt im rechten Mittelfeld. Ja, ich kann ihn auch als Offensiv-Mittelfeldspieler mit reinpacken. Rechtsaußen zentral. Es passt schon. Dann darf er, na, ihn brauche ich nicht. Pizzuto, würde ich sagen, kommt auch auf die Bank. Beuys spielt Innenverteidiger. Der kann auch noch ein bisschen was gebrauchen. Rechtes Mittelfeld auf die Bank. Dann haben wir Gonzales. Gonzales spielt links. Oder ist er rechts besser? Ich weiß es gerade gar nicht. Es kommt aufs Gleiche raus. Er ist ein Rechtsaußen. Vargas darf ja, auf die Bank. Julian Serrano als Linksaußenverteidiger darf nach seiner Verletzung, die er hatte, nochmal ein bisschen was mit reinholen. Babic auf Linksaußen, Rios auf die Bank, Kimeno auf die Bank. Dann haben wir noch unseren. Ja, wir können auch mal tauschen. Serrano und er hier. Ja, dann lernen sie noch ein bisschen was. Ist vollkommen in Ordnung. So, und dann darf die Aufstellung aufgefüllt werden. Ab geht die Post. Alles bleibt, wie es ist. Abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel mit vorsichtig offensivem Fußball. Alles ist gut, wie es ist. So, hier passt jetzt keiner auf irgendwas auf. Ich brauche da auch nichts machen. Vollkommen in Ordnung. Und wir machen die Szenen raus und gucken mal, ob wir auch gegen Schweinfurt gut dastehen. Wahrscheinlich nicht. Auch okay, es steht 1-1, das ist gut. 2-1, gelbe Karte, 2-2. 2-2, Freundschaftsspiel.
Bin ich zufrieden damit. Ich muss nachher noch was tun für die Frische. 29 Minuten sind rum. Jetzt 30 Minuten. Man sollte auch richtig auf die Uhr gucken. Gut, dann nehmen wir das hier mit. Pizzuto wird angeblich beobachtet. Naja, dann sollen sie ihn halt beobachten. Spieler will mehr Geld. Das ist Abbas Amin. 80.000, will er 300.000. Ich gebe dir 250.000. Alles andere kann bleiben. Er ist zufrieden, das ist schön. Wir haben Sonntag, den 9.11.2025. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir beenden das Let's Play hier und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Kein Spiel verloren, nur unentschieden und Gewinne, das soll so bleiben.